Es ist sein erster großer Auftritt als Fraktionsvorsitzender. Gerade wurde Holger Grieshammer gewählt. Alle 16 anwesenden Abgeordneten haben für ihn gestimmt. Jetzt präsentiert er sich als Gegenentwurf zu seinem Vorgänger. Vom Land, ruhiger im Ton. Und er will alle Abgeordneten stärker einbinden. Mir war es wichtig, jetzt die Fraktion und auch die Geschäftsstelle wieder auf Vordermann zu bringen. Und wir haben hervorragende Kolleginnen und Kollegen, dass wir deren Stärken auch künftig mit in den Vordergrund bringen. Die Stimmung in der Fraktion war zuletzt schlecht. Viele fühlten sich nicht mitgenommen. Vergangene Woche entzogen sie dem bisherigen Vorsitzenden ihr Vertrauen. Jetzt soll sich auch der neue parlamentarische Geschäftsführer darum kümmern, alle einzubinden. Das Leitbild vom Ich zum Wir. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung, die wir haben, aber auch die große Perspektive, da wieder so einen Enthusiasmus zu entfalten. Und zwar auch bei den Wählern. Grieshammers Ziel, wieder zweistellige Ergebnisse nach dem Abwärtstrend bei vergangenen Wahlen. Mit mehr bürgerlichen Themen will er punkten. Den linken Flügel wird er davon überzeugen müssen. Als Partei Linke wurde ich ja auch explizit in das Team von Holger geholt. Wir haben auch die letzten Tage sehr häufig schon über Inhalte diskutiert. Und ich glaube, das Gemeinsame und auch das Kompromissschließen, da werden wir aufeinander zugehen müssen. Der nächste große Termin nach der Neuaufstellung, die Herbstklausur. Dann will der neue Vorstand inhaltliche Schwerpunkte diskutieren. Gemeinsam, so das Ziel. Und jetzt ist Holger Grieshammer live mit uns verbunden vom Empfang der Landtagspräsidentin in Schloss Schleißheim. Herzlich willkommen und erstmal herzlichen Glückwunsch, Herr Grieshammer. Ja, alle 16 Abgeordneten. Vielen Dank, guten Abend, Frau Heller. Grüß Sie. Alle 16 Abgeordneten haben für Sie gestimmt. Mehr geht nicht, aber Sie waren ja auch alternativlos. Haben Sie mit dem 100%-Ergebnis gerechnet? Also ich finde das Ergebnis zunächst sehr toll. Es ist ein toller Rückenwind und den können wir als Sozialdemokraten gut gebrauchen. Ich habe mit einem guten Ergebnis gerechnet, aber dass es dann so eindeutig ausfällt, das war schon eine Überraschung, auch für uns in der SPD in Bayern. Sie sagen es, Sie können das gut gebrauchen, denn Ihre Aufgabe ist keine einfache. Mit der Bayern-SPD ging es in den letzten Jahren nicht vorwärts, sondern abwärts. Wie leidensfähig sind Sie? Wie bitte? Wie leidensfähig sind Sie? Es ist laut bei Ihnen im Hintergrund, ich weiß. Ich bin Familienvater von 5 Kindern. Also ich halte durchaus was aus. Und wir wollen jetzt einfach mal nach vorne schauen. Ich denke, wir haben jetzt unsere Differenzen hinter uns gebracht. Und jetzt geht es aber auch vorwärts wieder. Und ich schaue nach vorne. Ich bin ein Optimist. Mit Verlaub, bisher sind Sie noch ziemlich unbekannt, jedenfalls in ganz Bayern. Mit welcher Schlagzeile wollen Sie das in den nächsten Monaten oder vielleicht sogar Wochen ändern? Der Grieshammer, der Handwerker, der kann's. Ich glaube, ich bringe einiges mit. Ich bin Unternehmer, ich bin lange in der Kommunalpolitik, ich bin auch Fraktionsvorsitzender im Kreistag, ich war Fraktionsvorsitzender im Oberfränkischen Bezirkstag. Und das ist nochmal eine andere Hausnummer hier, aber ich freue mich auf die nächsten Wochen. Ich bin sicher, es wird gelingen. Sie klingen sehr selbstbewusst. Warum greifen Sie nicht auch nach der Parteiführung? Das wäre doch dann ein echter Neuanfang für die SPD. Ist das so eher eine halbe Sache, Herr Grieshammer? Nein, keineswegs. Mir geht es auch nicht um irgendeine Macht. Ich möchte jetzt die Landtagsfraktion stärken und nach vorne bringen. Das ist eine große Aufgabe für sich. Man sollte sich hier auch nicht verzetteln. In der Vergangenheit war dieses Amt in einer Hand. Man muss aber auch ehrlicherweise sagen, es gibt eine zweite Vorsitzende, Ronja Endres. Sie ist ja nach wie vor unsere Vorsitzende. Es gab viele große Vorgänger auch vor mir, die das nicht gemeinsam ausgeführt haben, dieses Amt. Und deshalb sehe ich hier keine Verpflichtung. Wenn man sich in den anderen Parteien umschaut, hier ist es ja auch nicht immer so. Holger Grieshammer, der neue Fraktionschef der Bayern-SPD im Landtag. Viel Glück Ihnen und herzlichen Dank für dieses erste Gespräch.